So, dann wollen die Hühnchen mal weiter. Die dürren Hühnchen. So kriegt er doch die Frisur nie wieder hin bei der ganzen Luft. Außer drei Wettertaft. Ja, drei Wettertaft rockt es natürlich wieder. Ja, natürlich. Was ist denn das? Da am Lüftungsschacht. Ist das etwa... Materia? Wie? Leck mich nicht ab, Mann! Ich muss schließlich nach vorne. Das muss ein Ding sein. Da ist so eine Espe. Beam, sorry, Lüftungsschacht. Ja, da müssen wir hin. Da müssen wir unbedingt hin. Da müssen wir unbedingt hin. Wir es heil auf die andere Seite geschafft. Beamstar, wie kommen wir da denn hin? Der Stress hat mich glatt ein paar Jahre Lebenszeit gekostet. Wir von der anderen Seite aus ran. Obwohl. Kommen wir nicht rüber. Höchstens ein paar Sekunden. Weil das ist hundertprozentig so eine Espe. Oder wie hießen die Espen? Hießen die, ne? Ansonsten kommen wir da hinten hier nicht wirklich ran. Ja, mal gucken, vielleicht später. Ich hoffe, dass wir hier nochmal längs kommen. Dafür werde ich, glaube ich, gleich mal nochmal einen Speicherstand machen, vorsichtshalber. Warte mal. Speichern. Zack. Machen wir nämlich nochmal extra einen Speicherstand dafür. Für den Fall der Fälle. Es würde mich echt interessieren, ob wir da irgendwie noch hinkommen. Können wir denn da hinkommen? Obere Ebene. Nur wie kommen wir da hin? Das ist die Frage. Wir müssen hier irgendwie durchkommen. Auf jeden Fall, hier ist ein Gang. Ein Gang, der irgendwie hier hinführt. Also ich behaupte mal, wir müssen das mal hier irgendwo hinkommen. Na gut. Na, schauen wir mal. Vielleicht führt er ja nochmal irgendwie einen Gang längs. Das wäre echt super. Weil wenn das eine Espe ist... Da vorne ist schon Abschnitt H. Jetzt bloß nicht ausrutschen. Ist das der Lift, zu dem wir müssen? Der Hauptlift. Ja. Muss er sein. Ja, Lift ist gut und schön. Das muss er sein. Dieser Hauptlift, von dem Bix gesprochen hat. Er müsste dort irgendwo warten. Warnung, Stromversorgung unzureichend. Schon wieder Lämpchen ausschalten. Dafür braucht es wohl drei der Strahler. Drei? Mit anderen Worten, alle Sonnen hier. Anders geht es wohl nicht. Wenn wir uns verlaufen, kommen wir hierher zurück. Das H1 ist gut sichtbar. H1. Gut. Mal sehen, welcher Strahler von hier aus am nächsten ist. Der da.
H1. Die Sonnen, die Schatten des Slums erhält. Darüber wahrscheinlich. Sind das Licht Shinras, das den Weg in eine Zukunft des Wohlstands weist. Bitte was? Das ist der Werbeslogan. Die werden noch hundertprozentig eingeschaltet. Die Sonnen des Slums von sich gegeben. Tja, wenn es mit Shinra überhaupt eine Zukunft gibt, dann ist sie finster wie die Nacht. Und hier kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssen über die obere Ebene rüber. Nicht gut. Sache kurz gucken. Obwohl, wir machen erstmal hier fertig. Wir sind jetzt schon fast da. Der Schalter. Na dann, Licht aus. So, jetzt mal das erste Lämpchen aus. Stromversorgung wird wiederhergestellt. Das wäre Strahler Nummer 1. Jetzt noch die beiden Strahler da. Jo. Achtung. Ja, war klar. Wird hochgefahren. Das war ja klar, dass die Biester jetzt kommen als nächstes. Das Abwehrsystem. Ja, schön. Das hat jetzt auch wieder Strom. Sehr gut. Ist doch egal. Das verschrotten wir und dann auf zum Reaktor. Klar. Lass mal hier gucken. Guck mal, hier ist noch eine Kiste. Auf der anderen Seite gucken wir auch noch mal kurz. Hier ist natürlich nichts. So. Unbefugter Zutritt. Verteidigungsmodus wird eingeleitet. Mittelstreckengeschütze. Können wir nichts machen. Schade. Klarer Fall für meinen Einsatz also. Genau. Nicht übertreiben. Ich wurde schon ungeduldig. Schluss mit Lustig. Auf die Fall. Ich möchte jetzt das Gebet. Eine Dusche wäre jetzt nett. Oh ja. Na, das kann ja heiter werden. So, was machen wir jetzt hier? Die Abwehrsysteme laufen leider auch wieder. Oh, die Stege lassen sich anscheinend bewegen. Oh, jetzt geht das auch noch los. Ach, Gottes Willen. Toll! Muss unser Glückstag sein! Ja, okay. Gibt's da noch andere Wege? Ja, hier gibt's zum Beispiel noch einen. Wo ist der nächste Strahler? Ja, besser, wir behalten unser Ziel im Auge. Zum Glück sind die Dinger wenigstens schwer zu übersehen. Aber trotzdem gehen wir natürlich hier und da noch mal längs. Dann wollen wir mal. Dann übernimm. Auf Onkel, was mach ich? Ach Gott. Du bist am Zug. Die Arbeit.
Was? Wo schlägt der denn drauf ein? Alter Schwede. Ja, wir kriegen aber auch mal so viel Schaden. Alter, aua, 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 au, au. So viel Schaden, ne? So, gegen Eis. Ja, müssen wir auf Eis ausrüsten. Ein physisches Lebewesen, das feuchte Lebensräume mag und sich nicht durch andere Lebewesen erhält. Und spürt seine Opfer durch Vibrationen und Temperaturveränderungen. Okay, Eis brauchen wir. Aber ja, wir haben wirklich Eis, haben wir nicht. Meter auf Cloud. Sonst machen wir Feuer, aber sonst. Feuer frei! Oder nix. Da geht noch was! Ich hasse die Viecher. So, jetzt muss man erstmal wieder ein bisschen umgucken hier. Da haben wir eine fette Sonne. Da haben wir eine fette Sonne. Müssen wir darüber. Und Strahle Nummer 2 ist aus. Sieht schon mal gut aus. Strahler Nummer 2. Nur noch dieser Strahler da. Das Licht am Ende des Tunnels. Hier kommen wir in die untere Ebene. Das stimmt. Die hält mich doch aus, oder? Sind das da unten das die Slums von Sektor 4? Auch noch Materie da unten. Willst du mal hin? Ich führe dich gerne rum. Macht ihr euch gar keine Sorgen? Da ist noch mal Materie, wo ich gerne hin würde. Kommen wir denn da hin? Der scheint jetzt zu gehen. Wie kommen wir denn da rüber? Oh, war schon sehr gut.
Stromschlag. Kleine Show, gefällig? So, haben wir auch. Ja, ich habe auch allein geschafft, natürlich. Mehr mal rum. So. Dahin wäre noch die Ventilatoren. Da müssen wir also immer noch hin. Irgendwo da hinten muss es weitergehen. Dann ist eine Leiter. Da kommen wir doch garantiert dahin hin, oder? Da hoch und dann darüber. Was mich eben nochmal beschäftigen würde, ist halt die Geschichte. Wie kommen wir... Und da drüben ist auch noch ein bisschen Materie. Da drüben, da. Wie es aussieht. Da, da drüben. Oder täuscht das? Blaue Materie ist es doch, oder nicht? Da kommen wir nicht rüber. Kommen wir hier nochmal runter? Yep. Wenn du was vergessen hast, dann mach hinne. Ja, ja. Ja, nun wieder zurück. Ja, natürlich wieder zurück. Du musst irgendwo da runter. Beziehungsweise darüber. Ich geh hier nur rüber, ne? Ja, muss ich hier also anscheinend nochmal hoch. Hier auf die untere Ebene. G5 müssen wir rüber. Boah, alter Schwede. Wie kommen wir denn da mal eben rüber? Vielleicht hier eine Ebene runter. Ich möchte hier eigentlich ungern nochmal durchlaufen. Aber ich glaube, wir kommen nur so da lang. Ach, ich werde es einfach versuchen, mal durchzulaufen. Das kommt vom Richtigen. Auf der Flucht, genau, auf der Flucht. Nee, 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 wir müssen nicht jeden Kampf mitnehmen. Würde ich zwar ganz gern, aber ist ja alles nix. G5. Wahrscheinlich hätten wir so viel Weg sparen können, wenn wir gleich den richtigen Weg gelaufen wären. Aber ich habe ja auch die Materie erst jetzt gesehen. Hier kommen wir natürlich nicht rüber. Na. Hier kommen wir natürlich auch nicht rüber. Meine Güte. Vielleicht, ach so, hier runter. G5. Also wie gesagt, wir müssen zu G5 rüber. 2. Hier brauchen wir so eine Brücke. Sieht aus, als wären wir im Kreis gelaufen. Ja, mal weiß sehen. Ich. Wo ist der letzte Strahl? Oh nein. Mal gucken auf die Karte. Abschnitt F, Abschnitt G. Das war ja G5, ne? Oder was war das? A5, G5. Ne, G5 war richtig. Abschnitt G. Wartungsgang.
Weißt du was? Nee. Nee. Tut mir leid. Nein. 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 Scheiß drauf. Kaufen wir uns später für teuer Geld. Kaufen wir uns lieber später wieder. Weil ich habe jetzt keine Lust, hier noch eine halbe, dreiviertel Stunde hier noch durch die Basis hier zu rennen. Hier haben wir keine Wegmarkierung. Da habe ich keinen Bock drauf. Sind auch nicht da, um uns ganz zu ehrlich, helfen. Ich ganz ehrlich, ja. Habe ich keinen Bock drauf. Wie Biggs wohl reagiert, wenn er hört, warum die beiden nicht mitgekommen sind? Lass uns weiter. Ich immer so viel Sorgen. Ich denke mal, die Materias, die werden wir später nachher auch immer so kriegen. Diese. Die anderen, die roten, die kriegen wir nicht mal eben so. Aber die blauen oder was es nachher ist, das können wir uns nachher alles kaufen. Das soll es nachher doppelt und dreifach geben. Was soll's. So. Hier geht's erstmal nach da drüben weiter. Oh, wir waren verkehrt, glaube ich. Da müssen wir noch hin. Scheiße. Und nochmal zurück. Wir müssen nochmal rüber. Das haben wir ganz vergessen. Sind die Ventilatoren, die waren da drüben, ne? Das heißt, wir müssen hier nochmal hin. Ich wollte eigentlich wieder zurück. Erstmal, lass uns erstmal die Nebenmission machen. Und hier mal einmal auftanken. Güte. So, alle wieder fit. So, da ist nämlich eine schöne Leiter. Da geht es 100%ig nach da oben. Das können wir sicherlich. Wo ist das Ziel? Wir sind auf Schatzsuche, denn wir wollen viel. Wartungsmodus des Ventilationssystems aktiviert. Bitte greifen Sie jetzt auf das Terminal zu. Musik. Na. Na. Electrical Chobo. Gekauft. Eins. So, was gibt's denn noch Schönes? Lederschutzreif. Das hat man schon mal angeguckt. Sternreif. Haut uns alle runter. Kein gutes Amulett dabei. Naja, was heißt kein gutes Amulett, aber. Die Steuerung für die Lüftung? Ja, Steuerung für die Lüftung, genau. Genau, so, und jetzt holen wir uns das Biest. Er hat angehalten? Korrekt. Wechsel in den Wartungsmodus des Ventilationssystems. Ach du Bitte Scheiße. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Was hast du jetzt schon wieder gemacht? Zeitspiel. Scheiße! Auf den Weg. Und zwar schnell! Nee, 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 wollen wir ja gar nicht. Ach so, geht ja gar nicht. Wir müssen ihn also besiegen. Oh ja, Mutti, Mutti auch noch. Schön! Jetzt wird's ja spaßig. Mist. Blitz auf Alpha Laser. Hey, lass mich noch durch. Nimm das.
5 Sekunden, scheiße. Wie soll das Vieh bitte in... Mutti ist kaputt, aber wir haben natürlich das Problem, dass wir die trotzdem nochmal freischalten müssen. Okay, mal gucken, was wir in der zweiten Welle kriegen. Ich habe so das Gefühl, dass er noch mit König gekommen. Wechsel in den Wartungsmodus so. Des Ventilationssystems. Bitte heben Sie innerhalb der vorgegebenen Zeit die Sperre über das Terminal auf. Ah, Barry steht noch drin. Hättest du mal eben drücken können, auf den Knopf drücken können. Das war's dann. So, schnell ran. Ist doch nicht deine Schuld. Sperre aufgehoben. Zugriff autorisiert. Sehr schön. Einer. Also dann. Und mal eben kurz. Ich mal eben heilen. So. Zack. Mal gucken, wer es ist. Die Jobo Mugri. Eine Beschwörermateria? Wunderschön. Frag mich, was da für eine Esper drin steckt. Ich auch. So, das ist doch fast... Was für tiefer, oder? Das ist doch tiefer. Barry braucht doch was anderes. So, ne, mit der Elemen nicht. Wir müssen einmal... Ausrüstung Materia, dann gehen wir auf tiefer. Tiefer. Materia. Jojobo. Sehr schön. Lederhandschuhe. Ach, sie hat neue Handschuhe gekriegt. Wann das denn? 78 minus 5. Ja gut, die könnten wir vielleicht... Physische Attacke, aber weniger magischer Schaden. Magische Attacke. Oh, warte mal, Eisenklinge? Ah, nee, das Panzerschwert hatte ein weniger, gut. Cloud Barrett. Sonst ist alles gut. Wo hat sie denn die Handschuhe gekriegt? Habe ich ja gar nicht mitbekommen. Gut. Einmal ausruhen. Na. Gut, dann haben wir das auch. Sehr schön. Dann können wir hier gleich mal runter. Ich
Hier noch was in der Ecke? Nee, ne? Hab ich eben schon geguckt. Da hatten wir soweit alles. Jetzt fehlt natürlich noch für Barrett was Vernünftiges. Materia, Waffenmods. Auf 35 Punkte für Barrett. Da müssen wir gleich mal ein bisschen gucken. Oh, jetzt wird's interessant. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Am liebsten würde ich ja gerne Richtung Abwehr gehen. Magische Attacke. Magische Attacke, magische Attacke. TP-Maximum. Bei niedrigen TP-Limit Aufladung plus 5%. Das ist natürlich auch geil. Bei niedrigen TP-Heilung plus 50%. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie auf den Träger, wenn der TP-Wert bei 25% oder weniger liegt. Ich glaube, das sollten wir auf jeden Fall nehmen. Das ist immer sehr beliebt. So, dann können wir das auch gleich mal für die anderen noch gucken. Gatling. Was hatte er noch? Physische Attacke, magische Attacke. Gut, das haben wir alles schon freigeschaltet. Magische Abwehr. Was haben wir hier noch? Magische Attacke, TP Maximum, MP Maximum, Schaden von Feuerstoß. Materia Slot. Physische Attacke plus 8. Magische Attacke plus 8. TP Maximum. Verbinden. Erweiterte Materia-Slot. Attacke. TP Maximum. MP Maximum. Weiß ich nicht. Physische Attacke plus 5. Ich glaube, da gehen wir mal rauf. Magische Abwehr. TP Maximum. Was haben wir hier noch? Magische Attacke 5. TP Maximum. Physische Attacke plus 5. Machen wir den noch mit. Schön auf Distanzschaden noch. Und tiefer. Achso, der 35 Punkte, weil ja der Handschuh noch gar nicht geskillt ist. Ja, richtig. So, physische Attacke plus 4. Physische Attacke plus 4. Okay. Schnelligkeit plus 3. Mal gucken, was sie generell so hat. Längere Buffs selbst. Schaden durch Hinterhalt plus 10. Schaden von normalen Angriffen plus 5. Schaden von Sprungangriffen plus 5. Okay. Physische Attacke plus 8. Attacke plus 8. Attacke plus 8. Puh. Materia-Slot entlocken. Kostet aber auch alles natürlich viel, ne? Mit 8. Aber eigentlich... Renser, dann gutes Nächt, gutes Nächtle und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Materia-Slot. Bräuchten wir jetzt eigentlich noch gar nicht mal so dringend. Physische Attacke. Ich würde am liebsten physische Attacke machen. Schnelligkeit plus 4. Zusätzlicher Materia-Slot. Obwohl, hat sie natürlich auch nur 12, ne, mit magischem Schaden. Schaden, Sprungangriff, längster Buff, Schaden, Hinterhalt.
soll. Haben wir sie erstmal so ein bisschen auf physische Attacke erstmal gesetzt. So. Weiter geht's. So, Strahle Nummer 3. Stromversorger. So, jetzt müssen wir noch einmal hier hin. Das heißt, den Weg zurück, dann hier rüber, dann da lang. Okay. Dritten Lämmchen. So platzieren, dass wir zum Strahler kommen. Das machen wir doch mal. Gibt es hier drüben eigentlich auch noch was zusammen? Die habe ich noch gar nicht geguckt, ne? Nicht. Ja gut, da oben sind nochmal Kisten, aber da kommen wir ja so nicht ran. Mach es trotzdem. Ach, die müssen hier wieder. Oh, die können hier ran, ja. Magie, Feuer, Blitz. Ach, ich nehme mal Blitz. Obwohl, Blitz brauche ich eher auf die. Wesentlich öfter mal die Charaktere wechseln. Ich fixiere mich immer so auf Cloud und gebe den anderen zwar nur die Befehle, aber vielleicht sollte man selber ab und zu mal ein bisschen eingreifen. So, letztes Lämmchen. Sind aus. Ob sich der Hauptlift jetzt in Bewegung setzen lässt? Hoffe ich doch. Müsste. Den Weg dahin wird sicherlich nicht so spaßig. Also zurück zum Abschnitt H1.
Jessys Verletzung nicht allzu schlimm. Wenn wir Shinra ordentlich magischer Armreif, oh. Ist das die... Magischer Armreif, den gucken wir uns da nochmal an. So, magischer Armreif. Ach da. Minus 20 auf physische Abwehr. Gerade da, wo wir es eigentlich brauchen. Magische Abwehr auf plus 20 geht natürlich. Ach, physische Abwehr, gerade das, wo ich wirklich Wumms brauche. Beste Medizin für Sie. Ja, da hast du recht. Aber wir nehmen das mal mit. Klar. Und da ist nichts. So, können wir die Brücke noch woanders brauchen hier? Probier mal kurz was aus. David, ich weiß, dass deine Tipps nett gemeint sind, aber bitte nicht irgendwie spoilern oder sonst irgendwas. Hier können wir nichts weitermachen. Ansonsten gibt's hier ja nichts auf der Ecke, ne? Alles gut, David, kein Problem. Viele Möglichkeiten gibt es hier auch nicht wirklich. Dann ist es anscheinend so gewollt. Dann sollen wir damit wahrscheinlich auch nichts anfangen. So, vielleicht haben wir ja Glück, dass wir auf dem Rückweg da noch irgendwie hinkommen. Guck mal, zum Beispiel da. Na, nee. Oh, warte mal, da habe ich eine Idee. Wenn wir jetzt da auf der Plattform sind, dann müssen wir da nicht sowieso lang. Wir müssen auf die Plattform. Gehen wir zurück zu Abschnitt H1. Ja. Ich weiß nicht, ob wir da mal eben rüberfahren können. Achso, ja. Und Mutti? Zwei Muttis wird's mir verarschen. Da geht noch was. Ach, bitte nicht. So, ich muss noch einmal kurz gucken. Okay, wir lassen es mal kurz. Magie, Blitzfeuer. Ich mach mal Feuer auf die. Aua! Und zwei gleich auf einen, oder was? Ihr seid aber auch fair. Schön. Auch daneben. Ah, Magie, Blitz, Aero, Vita. Vita auf jeden Fall erstmal auf Cloud, weil das wird sonst schon wieder kriminell. Jetzt. Oh ja, alle auf mich. Es ist vorbei. Verdammt. Muss das beenden. Geh mal auf die Fresse. Ja, lass mich doch mal raus. Das sollte reichen.
bin aber auch echt schlau. Ah, Barrett, mal mit Vita auf Tifa. Mal kurz mal ein bisschen verpieseln. Wahrscheinlich gerade Gift, ne? Gift-Intus. Gegenstände. Ether. Ne, Gegengift. Auf Tiefer. Magie. Blitz. Ja. Ich halte erstmal mich, nutze alles noch. Ui, Vita, Tifa. Zusatzangriff. So, da oben ist das Dings dran. Warte mal. Oh, alles Gute kommt von oben. Ja, kann man runterfahren. Sehr gut. Da hatte ich so ein bisschen drauf gehofft. Da kommen wir hier noch an die Materia an. Materia. Ja, da kommst du ran, oder? Ja, da kommst du ran. Was kriegen wir da Schönes? MP-Boost. Na. Jetzt das andere Ding. Was ist nicht da drüben irgendwo? Auch irgendwo bei H. Ich gehe erstmal hier gucken. Da ist auch was Blaues hier. Ah, siehst du mal. Wären wir so oder so hergekommen. Ah, Elementarraffinität. Warte auch mal, das ist. Elementarraffinität. Mal gucken wir gleich mal, was das ist. Ah, Materia. Was? Zack. Das denn? In Waffe zusätzlicher Elementschaden von 8% in Rüstung halbiert Elementarschaden. Ah ja. Okay. Hm? Na, dann wär's mal mit. Siehst du mal. Hier hätten wir es auch auf dem Weg geklärt. Das ist schon ganz gut. So. H1 müssen wir wieder hin, ne? Ich muss jetzt mal kurz gucken. Müssen wir irgendwo hier? Ein H.
Da kommen wir noch her aus dem Bereich, oder? Nee, da müssen wir, glaube ich, hin. A01 müssen wir wieder hin. Also irgendwo müssen wir da hinten hin. Alter, das ist auch... Da sind wir hergekommen. Das heißt, wir müssen sowieso hier rüber. Fast bin ich froh, wenn ich das Labyrinth hier hinter mir habe. Da glaub mal dran. Eigentlich hier auf die Plattform rüber zu fahren. Also müssen wir dahin. Hallo, geh doch mal auf die Leiter, bitte. Dankeschön, Dankeschön. So, H01. Treffen wir uns denn mit Bix? Am Durchgang zum Marco-Reaktor. Bix meinte, er hätte Pläne von A bis Z gegen die Langeweile. Bei unserem Tempo kommt er sicher nur bis Plan G. Oh, wieder bei H1. Meine Güte. Das gehört definitiv nicht zu meinen Lieblingsleveln hier, das der wir Part. Wir sind zurück am Hauptlift. Mach dich auf was gefasst, Reaktor. Wir kommen. Ja, wir machen uns auf was gefasst, aber wir machen erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Also bis gleich.